Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Heute gibt es zwei kleinere Sachen und eine große Sache. Erstens einmal, ich mache Beneta fertig, da habe ich noch drei offene SPCs. Und dann hole ich mir das mittlere Iconpack. Ich habe da lange rum überlegt, wenn ich mir holen soll. Zambrotta brauche ich nicht, dann habe ich mir Blanc gedacht, ob ich ihn holen soll. Dann waren noch Del Piero oder Essien, aber ich gehe das Risiko und nehme das mittlere Iconpack. Davor hole ich mir jetzt noch die Squad Battles Belohnungen ab. Gold 3 ist es geworden. Nehmen wir mit, das heißt, es gibt auch ein paar Packs dazu. Dann fangen wir an mit Beneta. Die ersten zwei Squads habe ich schon fertig, dann kommt das 85er Squad, habe ich schon alles gekauft, den Santi Cazorla gebe ich ab, den ich erst gezogen habe, dann den Nacho Fernandes habe ich auch gezogen, den Inform, das 86er Rating Team, da habe ich ein bisschen was einkaufen müssen, aber da ist es mir wert, von denen erwarte ich mir sehr sehr viel, muss ich sagen. Und dann die letzte SPC, die 87er, hier habe ich auch einiges gekauft, aber ein bisschen habe ich schon vorher gekauft, das habe ich schon investiert gehabt. Ja, gehen wir alles ab. Beneta geholt, von denen erwarte ich mir wirklich viel. Dann werde ich gleich wieder mein Team einbauen. Zur neuen Weekend League wird es auch ein neues Team geben, da bin ich schon gespannt darauf. Schlag ihn weg, Beneta, schlag ihn lang. Aber Future Star ist er auch kein mehr. So jung ist er ja gar nicht mehr, glaube ich. So, du kommst in den Verein. Und dann holen wir jetzt auch noch schnell das mittlere Icon Backup. Einmal 10 Tokens. Ob das die richtige Entscheidung ist. Die ganze Schweizerei und dann noch die 8 Tokens. Glückwunsch. Mittleres Iconpack abgeholt. Dann haben wir jetzt 11 Packs. Ganz zum Schluss kommt das Iconpack. Fangen wir gleich hier an. Ein seltener Spieler. Schauen wir, was drinnen ist. Kein Durchläufer. Alles, was kein Durchläufer ist, wird wie immer geskippt. Dann der nächste Einspieler, muss ich nur aufpassen, dass ich nicht auf das Iconpack komme, vorher schon, wird auch kein Durchläufer, wird geskippt, 82er, dann Jumbo Premium Goldpack, nicht einmal ein seltener Spieler. So, dann machen wir da Jumbo Gold 26er Pack auf, das ist wieder eins vom Battle Pass. Gönnen ja richtig. 81er. Dann machen wir gleich hier auf, Prime gemischte Spielerset. Wird auch kein Durchläufer. Bei meinem Backlog, ob das mittlere Icon Pack sich auszahlt. Dann haben wir gleich hier Prime Goldspieler Back Klein. Ich glaube, das ist ein Durchläufer, oder? Nein, was habe ich jetzt gehabt? Ein Zoomer. Naja. So, dann jetzt nach der Reihe Prime Goldspieler Back. Das wäre der erste Durchläufer. Ein Inform. Wer wird's? Algerien. Linker Flügel. Kenne ich nicht im Verein. Ein 80er. Benrama. Besser wie nix. Ikari noch dahinter. Gar nicht mal so schlecht.
Dann gleich das nächste. Dann der nächste Durchläufer. Kein Walkout, Frankreich, ZDM. Madridi, 85er. Gar nicht mal so übel. Noch irgendwas? Nein. So, dann haben wir noch zwei seltene Elektrum-Spieler-Packs und dann kommt das Ikonen-Pack. Das wird auch ein Durchläufer. Aber kein Walkout wieder. Wieder Frankreich. Stürmer. Alea. 83er. Sonst nichts mehr. Dann das letzte seltene Elektrum-Spieler-Pack. Und hier ist wieder ein Durchläufer. Und wieder kein Walkout. Deutschland. Torwart, Frankfurt, Trapp, 83er. Und jetzt wird es schon langsam ernst. Noch ein 83er dahinter, nicht schlecht. So, jetzt wird es wirklich ernst. Machen wir vorher noch ein Bronze-Pack auf. Was wir abstoßen. Weg damit. So, welche Ikone will ich? Entweder einen guten Stürmer oder einen guten ZDM. Ein Hulit natürlich, ein Vieira, ein Cruyff, ein Eusebio, ein Pelé. Irgendwas Zentrales, was man gut spielen kann. Mach mal auf. Gib mir zumindest eine gute Flagge. Komm, was wird das? England. ZDM. Frank Lampard. Den werde ich nie spielen. Ja, ich fall auch fast um. Ja, jetzt im Nachhinein hätte ich mir Essiener schwitzen sollen. Eieiei, aber es ist ein Glücksspiel. Und ich habe kein Glück, wie es ausschaut. Ist zu langsam, zu wenig Balance, zu wenig Beweglichkeit. Zu wenig Defensive. Naja, der ist für die Tonne. Aber das war's von diesem Video. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen und ciao, bis dann.